Moin Leute und willkommen hier in GTA 5. Heute zeige ich euch wieder zwei kleine Glitches. Fangen wir direkt mit dem ersten an. Der erste Glitch handelt darüber, wie man unendlich lang einen Stoppie machen kann. Wer nicht weiß, was ein Stoppie ist, dem zeige ich es kurz. Das ist ein Stoppie. Und da gibt es jetzt eine Methode, wie man den unendlich lang machen kann. Was wir dafür brauchen, ist einmal eine Bar, die meines ist zwar voll aufgetunt, braucht ihr aber nicht. Die einzigste Voraussetzung, was ihr da habt, ist, dass sie keine schusssicheren Reifen hat, sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Wir gehen erstmal an unser Vorderrad und schießen ein Loch rein. Jetzt hat sie Kratzer, ist egal. Einfach jetzt ein bisschen rumfahren, hier ein paar Mal im Kreis, einfach, dass der Vorderreifen so geil platzt, dass er nur noch die Felge hat. Wenn der Reifen dann geplatzt ist und wir nur noch so auf der Felge stehen, dann ist es nur noch wichtig, dass wir irgendwie ein bisschen eine Gerade haben, weil wir nicht lenken können während der Zeit, wo wir den Stoppie machen. Ich erkläre erstmal kurz, wie das Ganze funktioniert. Wir nehmen jetzt ein bisschen Schwung, dann lehnen wir uns nach vorne mit dem linken Analogstick, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was auf der Tastatur ist, einfach halt, dass er sich so nach vorne lehnt. So wie ich jetzt hier. Und wenn wir das machen, dann drücken wir einmal auf die Bremse, dass er dann so geht in diese Position. Und wenn wir in der Position sind, einfach nur noch Gas geben. In der Zeit ist es nur wichtig, dass wir den linken Knüppel nicht irgendwie zur Seite drücken. Wenn wir den ein bisschen zur Seite drücken, dann funktioniert das Ganze nicht. Dann will er irgendwie wieder in eine andere Bahn rein. Und dann wird das Ganze nicht so gut klappen. Ich demonstriere es hier gerade mal. Erst nach vorne lehnen. Jetzt einmal bremsen, bis das Hinterrad oben ist. Und wenn das Hinterrad dann oben ist, einfach den rechten Analogstick drücken, dass er Gas gibt. Dann sieht das Ganze so aus wie bei mir und der macht es jetzt wirklich so lange, bis wir entweder aus der Bahn geraten, so wie ich jetzt gleich. Deswegen ist es relativ wichtig, einfach, dass man da, ich sag mal, gut gerade ist, nicht so wie ich jetzt hier. Das passt, ja, es geht trotzdem einigermaßen, aber ist halt nicht dauerhaft. Jedenfalls, wenn man hier schön in der Spur ist, dann klappt es auf jeden Fall immer und er fährt wirklich bis komplett zum Ende. Wenn wieder ein bisschen Zaun kommt oder wie es in meinem Fall jetzt war, bis man ein bisschen ins Gras kommt. Gut, das war der erste Glitch, folgt gleich der zweite. Okay, für den zweiten Glitch benötigen wir einen Panzer oder den LKW, den kleinen, den Mule heißt der, glaube ich. Ich hoffe, ich sage jetzt keinen Scheiß. Und wir begeben uns an diese Position. Das ist ganz oben in Los Santos, neben so einem Schnellimbiss-Restaurant ist es. Auf so einem Parkplatz. Ich denke, das Graffiti hier an der Seite, das wird auch recht einzigartig sein. Wenn wir dann hier sind, entweder mit dem LKW oder mit dem Panzer, dann begeben wir uns auf diese Parklücke, sage ich jetzt mal. Der Glitch ist allerdings schon älter, muss man sagen, also nicht mehr der neueste. Einige werden ihn schon kennen, aber ich bin mir auch sicher, es wird einige dabei sein, die wohl den noch nicht kennen. Und wir fahren jetzt einfach geradeaus, okay, jetzt nehmen wir ein bisschen Schwung, geradeaus auf die Parklücke drauf. Und wir sehen schon, was passiert. Das ganze Ding spackt hier komplett rum. Also das Ding dreht wirklich hier voll den Hohlen. Und normalerweise kriegt man den noch schön in die Luft, dass er schön da hängt. Ist auf jeden Fall sehr geil anzuschauen. Vor allem, wenn man hier mit Freunden oder sowas rumhängt und dann schwebt da auf einmal so ein Panzer. Das sieht dann auf einmal schon ein bisschen creepy aus, würde ich sagen. Jetzt soll man so halbwegs da hängen, mehr oder weniger. Mal gucken, wie es von außen aussieht. Okay. Auf jeden Fall recht schön. Teilweise kriegt man wirklich noch schöner hin, dass er noch weiter oben hängt. Aber so ist er auch schon mal recht gut. Und er balanciert hier auf irgendwas geil drauf. Wenn wir sehen, wir rennen jetzt hier gegen die Kette. Normalerweise springt er dann in die andere Richtung. Und beziehungsweise wenn man mit einem Auto da reinfährt, dann lässt er sich noch ein bisschen hin und her wippen. Man kann ja auch hier ein Auto drunter stellen. Sieht dann auf jeden Fall richtig dick aus. Gerade wenn man Selfie oder sowas macht, wie ein Panzer auf so einem Auto draufsteht. Auf jeden Fall sehr cool. Probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, das waren die zwei Glitches von meiner Seite. Das war es dann auch schon wieder. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und haut rein.